Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch das neue Album Eure Mami von Katja Krasavice vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das neue Album Eure Mami von Katja Krasavice ist heute am Freitag, den 29. Januar erschien. Für die Fanbox habe ich 59,99 Euro bezahlt. Den Link zur Box, zum Album und zum MP3-Download findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Gut, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern euren Lieblingssong von Katja einfach mal unten in die Kommentare schreiben und ich werde derweil schon mal die Folie entfernen. Los geht's! So, als erstes, Freunde, schauen wir uns natürlich wie immer das Boxdesign an und das lohnt sich heute wirklich mal wirklich wieder ein richtig geiles Boxdesign. Wir haben eine etwas größere Box, also keine Standard-Deluxe-Box und wie ihr seht, hier ist so ein Regenbogeneffekt drauf oder kann man das auch so Perlmutter nennen? Ich weiß es gar nicht so richtig. Auf jeden Fall sieht das mega krass aus, also die komplette Box ist ja in diesen Regenbogen-Look gemacht, also richtig geil, richtig hochwertig sieht das Ganze aus. Hier oben lesen wir als erstes Katja Krasavice, Eure Mami, und darunter sehen wir natürlich die Interpretin mit einem Säugling im Arm. Auf der Unterseite der Box Eure Mami, Katja Krasavice, und das Ganze geht hier ringsherum um die Box und wie gesagt, ihr seht das hier, dieser Regenbogeneffekt, also absolut geil gemacht, wirklich sehr hochwertig. Und auf der Rückseite sehen wir jetzt nochmal den Barcode und die unterschiedlichen Logos. Also wirklich Boxdesign, auf jeden Fall schon mal 10 von 10 Punkten. Richtig, richtig geil. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir schauen rein. Übrigens, die Box ist diesmal eher für die Frau. Die letzte Box zu ihrem ersten Album, Boss Bitch, war ja eher für den Mann gedacht. Da war ja eine Gummipuppe drin und ein Tanga. Und die Box ist eher für die Frau gedacht, also was die Inhalte angeht. Gut, dann werden wir uns das Ganze mal anschauen. Und als erstes, liebe Freunde, schauen wir uns natürlich das Wichtigste an, und zwar das Album. So, ich befreie das Ganze mal ganz kurz von der Folie. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne das halt schon mal euren Lieblingssong vom Album einfach mal unten in die Kommentare schreiben. So. Auf dem Cover sehen wir als erstes das Cover, was wir vorne auf der Box jetzt drauf gesehen haben. Nur, dass der Hintergrund jetzt nicht ganz so regenbogenartig reflektiert. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn man das Ganze jetzt hier auch so umgesetzt hätte. Und auf der Rückseite sind natürlich die Songs aufgelistet. Wir haben insgesamt 14 Songs auf dem Album. Und ich habe in das Album, also ins Album habe ich das noch nie reingehört, aber ich habe mir schon die Single-Auskopplung angehört, Million Dollar S. Dazu hatte ich euch ja das Bundle vorgestellt. Ich verlinke euch das Ganze mal hier oben auf dem Infopunkt, könnt ihr euch gerne anschauen. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dann Highway mit Elif, das spricht man so aus, Elif. Also der Song, richtig geil, feiere ich extrem. Und dann, was war's noch? Ah, Friendzone, den hat sie gestern veröffentlicht. Also, wie gesagt, Highway ist mein Lieblingssong auf jeden Fall. Also, richtig geil. Gut, dann schauen wir mal rein. Da haben wir als erstes natürlich die CD. Das Ganze auch im Regenbogen-Look. Okay. Und dann schauen wir uns Booklet rein. Ah, okay, das dachte ich mir. Also, hier muss man ein bisschen was verdecken. Wir haben die ersten 5 Songs aufgelistet und hier natürlich jetzt noch ein Bild von der Interpretin. Das kann ich euch leider nicht komplett zeigen, zwecks YouTube. Und dann haben wir hier die nächsten 5 Songs und das nächste Bild von Katja. Okay, das werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen. Dann sehen wir hier in der Mitte jetzt das, das Bild von Million Dollar S mit Flair und hier Katja auf dem Einhorn. Dann haben wir hier die letzten 4 Songs und jetzt nochmal ein Bild von der guten Frau. Okay, und Credits. Gut, das war das Album. Wie gesagt, das Wichtigste in dieser Box. Aber Freunde, hier ist noch viel mehr krasser Inhalt drin. Deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Inhalt. Und zwar als nächstes schauen wir uns die Mütze an.
Also, wir haben eine schwarze Mütze und hier vorne haben wir so drauf gestickt. Eure Mami und ringsherum haben jetzt wieder so einen Regenbogen. Also wirklich richtig geil, das Ganze hier so reingestickt. Obwohl, das sieht eher aus wie drauf genäht. Also, das sind eher wie so drauf genäht. Also, das ist schon eingestickt, aber allerdings in so einem Patch und das ist dann hier drauf genäht worden. Okay, auf jeden Fall richtig geil gemacht. Sehr hochwertig und wie gesagt, der Regenbogen geht hier ringsherum. Okay, also die Mütze, da schauen wir natürlich noch mal ganz kurz, woraus das Ganze hier besteht. 100% Acryl. Okay, also die Mütze sozusagen das nächste Highlight neben dem Album in dieser Box. Okay, dann kannst du mal wieder umdrehen hier um dich. So, so viel Zeit muss sein. So, also die Mütze. Dann haben wir als nächstes ein Handtuch. Ich glaube, das war der erste Inhalt, den Katja verraten hatte, glaube ich. Wir schauen direkt rein. Oh, okay, das fässt sich schon mal richtig gut an. Ich meine, so ein Handtuch, das ist ja nichts Neues in der Fanbox. Das gab es ja schon öfter in unterschiedlichen Fanboxen. Manchmal von guter Qualität, manchmal eher von schlechter Qualität. Aber wenn ich das jetzt hier so anfasse, das fässt sich wirklich erstaunlich richtig gut an. Also Qualität ist echt krass. So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Platz machen. Also es fässt sich wirklich richtig gut an. Und vorne drauf haben wir natürlich, wie sollte es anders sein? Einmal natürlich die Interpretin. Ich hoffe, ihr seht es relativ gut. Hier in solchen Maisflocken oder sowas, womit die Kinder manchmal spielen. Ja, eure Mami. Und dann hier halt den Rest. Okay, also wirklich richtig gute Quali vom Handtuch. Ich bin wirklich echt überrascht. Bisher, wie gesagt, waren teilweise eigentlich immer nicht so hochwertige Handtücher in den Boxen drin, aber das hier ist richtig gut. 100% Polyester. Okay, also mega nice, gefällt mir ein Handtuch. Und damit, liebe Freunde, kommen wir zum nächsten Inhalt. Dann haben wir hier als nächstes, na gut, das muss ich jetzt auch wieder zuhalten, so ein Türschild. Das kennt man aus dem Hotel, bitte nicht stören. Andere Seite, kann man zeigen. Also einmal so ein Türschild, könnt ihr euch an die Tür hängen. Okay. Dann haben wir als nächstes eure Mami VIP-Card. Ich glaube, das war irgendwie mit Instagram oder so. Da hat man einen Code drauf und da kann man sich direkt auf diesen Instagram-Account anmelden und da kommt man wirklich nur rein, wenn man diesen Code hat. Das weiß ich natürlich nicht, ob der Code immer derselbe ist oder ob der variiert. Kann natürlich sein, dass es immer derselbe Code ist, aber den werde ich euch jetzt hier natürlich nicht zeigen. Also da kann man sich anmelden bei Katja auf Instagram auf der Extra-Seite und dann hat man da Zugang zu. Registriere dich noch heute und erhalte Zugang zu Katjas privaten und exklusiven VIP-Instagram-Account. Okay, also wie gesagt, da kriegt ihr dann halt Bilder und Videos. Okay, also einmal die Karte für den VIP-Instagram-Bereich und dann haben wir als nächstes, Freunde, den NFC-Chip. Das Ganze kennt man vielleicht vom Smartphone. Man kann ja mit dem Smartphone heutzutage per NFC bezahlen und hier ist das Ganze genauso. Nur, dass man sich mit diesem Chip anmelden kann direkt auf eine Seite von Katja, wo es halt zum Beispiel Merch als erstes gibt, bevor der offiziell released wird, kann man da einen Tag eher, glaube ich, schon den Merch bekommen oder halt ein Video oder Musik. Oder ich glaube, man kann sich damit sogar bei Instagram direkt auf diesen, kommt man direkt auf diesen Instagram-Kanal mit diesem NFC-Chip. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall eine coole Sache. Wie gesagt, man hat direkten Zugriff auf, ja, Musikvideos, Bilder, alles Mögliche und kann direkt mit Katja chatten und schreiben. Okay, cool. Also der NFC-Chip. Und dann, liebe Freunde, haben wir jetzt noch zum Schluss den Inhalt, was ich euch vorhin ja schon am Anfang sagte, dass die letzte Box zum Album Boss Bitch ja eher für den Mann gedacht war, zwecks der Gummipuppe. Und die Box ist eher, ja, an die Frau gerichtet. Und zwar ist der nächste Inhalt und sozusagen auch der letzte Inhalt ein Vibrator. Katja wollte wohl irgendwie schon seit Jahren mal einen rausbringen und hat nun ja extra einen rausgebracht für die Box. Das Ganze werde ich jetzt natürlich nicht auspacken, Freunde, zwecks YouTube. Ich denke mal, vielleicht mache ich noch mal ein extra Video, was ich dann direkt auf 18 stelle und da stelle ich den vielleicht vor. Doch nee, muss ich mir noch mal ganz genau überlegen. Also, finde ich jetzt persönlich natürlich nicht gut, weil gerade ein, was weiß ich, 13, 14-jähriges Kind, was sich die Box unbedingt wünscht, kriegt die Box zum Geburtstag. Alle Gäste sind da, Verwandten, Oma, Opa, Onkel, Tante.
Und das liebe Kind soll natürlich die Box auspacken und dann, Überraschung, Oma, schau mal, was ich hier hab. Naja, gut, finde ich es hier ganz so gut. Man hätte es vielleicht irgendwie anders machen können, dass es eine Box ab 18 gibt. Und eine Box ab, was weiß ich, halt eine Standardbox, wo irgendwas anderes drin gewesen wäre. Aber gut, wie gesagt, kann ich euch leider hier nicht zeigen. Gut, liebe Freunde, damit sind wir am Ende des Unboxings. Ich werde euch natürlich ganz kurz nochmal alles in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum neuen Album Eure Mami von Katja Krasowice bekommt. Also, ihr bekommt einmal dieses Türschild hier. Dann bekommt ihr einmal Zugang zum VIP-Instagram-Account. Dazu gibt es dann noch diesen NFC-Chip. Die Mütze mit dem wirklich großen eingestickten Eure Mami hier vorne drauf. Mega geil gemacht. Das Handtuch. Wirklich richtig geile Qualität. Der Vibrator. Und natürlich, liebe Freunde, das Wichtigste. Und zwar das neue Album. Das Ganze gibt es in der Box vom Album Eure Mami von Katja Krasowice. Wirklich mega krasse Box. 59 Euro meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Schon allein vom. Also, das tut jetzt das komplett rechtfertigen, das Design, den Preis. Aber ich meine, schaut mal, von der Aufmachung her ist das schon absolut hochwertig gemacht, ohne Ende. Und natürlich, Inhalte sind top. Vibrator, gut, das hätte man wie gesagt ein bisschen anders lösen können. Aber das ist eine reine Geschmackssache. Ich denke mal, da wird es halt die ein oder andere Überraschung geben, wenn das, wie gesagt, das 13- oder 14-jährige Kind die Box kriegt und dann auspackt. Na gut, okay, liebe Freunde, das war's soweit. Ich bedanke mich für euer Zusehen und hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. Schöne Grüße gehen raus an Katja. Viel Erfolg mit deinem neuen Album und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's soweit. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.